Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind hier noch weiterhin auf Dromund Kaas, der Flachlandebene. War ich hier schon rüber? Das kommt mir so bekannt vor. Guck mal, nee, in welche Richtung muss ich überhaupt? Ja, die Richtung stimmt, glaube ich. Oh, ich kann hier kein Transportmittel nutzen, ey, ich glaube es nicht. Auf der Hut. Diese Wildnis wimmelt von furchterregenden Raubtieren. Dasselbe könnte man über eure Städte sagen. Die Raubtiere der Städte fressen zumindest nicht unsere Überreste. Meistens jedenfalls. Dafür machen die Raubtiere der Städte noch ganz andere Sachen. Ich habe mir gerade die letzte Folge angeguckt, um zu gucken, ob ich denn wirklich hier auf Dromund Kaas aufgehört habe. Habe ich nur kurz mitbekommen, dass ich dann gesagt habe, ja, und wenn ihr irgendwelche Gegenstände haben wollt, dann, oder die Gegenstände, die ihr haben könnt, schreibe ich in die Kommentare. Eigentlich, ich wollte eigentlich sagen, die Gegenstände, die ihr haben möchtet, schreibt es bitte in die Kommentare. Weil ich schreibe nichts in die Kommentare. Ich brauche die Gegenstände ja nicht. Ja, manchmal bin ich echt übermüdet und, ne, aber das kennt ihr ja. Ein Codex-Eintrag, ein Gundark. Wo wir jetzt gerade schon von Kisten reden. 14. Oh, hier ein Glückswürfel. Hey, wow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, es ist nicht selten. Okay, seit wann sieht man die Farbe? Das Banner hier haben sie, glaube ich, neu gemacht, ne? Hat man vorher eigentlich, glaube ich, nicht gesehen. Gut, also einmal das Färbemodul, was war das jetzt gerade? Grün, lila oder, keine Ahnung, müsst ihr zurückspulig angucken. Denn ich hab's schon wieder vergessen. Da, Gold, Gold, Gold. Wow. Moment mal, den hab ich doch, oder? Den habe ich schon. Das ist doch viel wert, oder? Ich weiß nicht, ob ich den einfach so rausgeben soll in der Folge oder ob ich den verkaufe und dann später davon wieder Hyperkisten kaufe. Falls das überhaupt möglich ist. Momentan bin ich ja noch nicht Abonnent. Komm, machen wir noch eine auf. Was mache ich da? Ist da noch offen das Fenster? Ja, 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 komm, rot. Rot, Gold, meine ich Gold. Hallo, Alter. Zakul Kunsthandwerk habe ich noch nicht. Sehr schön. Schreckensriese. Leider nur einmal. Hm. So, neu. Achso, das Färbemodul, was ihr haben könnt, ist mittelgrün, tiefblau. Ne? Wer es braucht. Guck mal, ich habe jetzt die neuesten Gegenstände. Eigentlich müsste hier noch ein Deko-Gegenstand sein. Warum ist der da unten? Das ist, der war jetzt nicht neuer als das andere. Das verstehe ich schon wieder nicht. Oder gehen die nach Neuheit der Kisten? Weil ich glaube, ich habe eben... Wobei die Kisten waren, glaube ich, beide die hier, ne? Oder hatte ich eben eine von den anderen aufgemacht? Weil die waren, glaube ich, neuer als die anderen. Der braucht ein bisschen länger? Nee, doch nicht. Okay, ein hoheitsvolles blaues Banner. Wer das haben möchte, kann das auch gerne in die Kommentare schreiben. Also einmal Färbemodul und hoheitsvolles blaues Banner. Das ist Dekoration, kann in die Festung gemacht werden. Großer Glückswürfel, ich glaube, den hole ich mir nochmal raus und dann öffne ich den auch nochmal. Dann habe ich wieder einen Platz mehr. Manchmal ist ja in den Glückswürfeln auch was Schönes drin. Aber nur manchmal. Meistens ist es auch scheiße. Rotes Huttenschiff-Modell habe ich schon. Das ist
So ein kleines. Genau, hier im Haustierbereich findet man das. Es ist so ein Gefährten-Zeugs da, was ne. Also jetzt nicht wirklich. Es ist halt so ein Haustier in Anführungsstrichen. Es ist ja kein Tier, aber es fliegt dann auch hinterher. Wer das denn haben möchte, kann es auch in die Kommentare schreiben. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Folge, ne? Gut, die Sonne blendet auch, sehr schön. Ich nehme jetzt gerade von meinem Haus auf. Ich habe hier echt eine 16.000er Internetleitung. Also sowas Tolles hatte ich noch nie. Und jetzt werden alle Leute aus Köln werden lachen, weil die haben 100.000er Leitung mindestens. So, Richtung stimmt, ne? Gut. Die Stürme sind heute besonders wild. Oh, die Das bösen wird einen Stämme. Rettungsversuch erschweren. Ich habe mich sowieso nie darauf verlassen, dass andere mich retten. Ein guter Grundsatz. Und ganz im Sinne des Kodex des. Dschungelkatzen. Ja, du heb doch mal auf hier. Ach, außer Reichweite. Ich hasse das, wenn der Loot irgendwo rumliegt, aber die Anzeige des Loots ist irgendwo anders. Dann gehst du hin zum Strahl und willst aufmachen den Loot und nee. Geht nicht, weil der ist dann irgendwo anders. Außer Reichweite. Obwohl das eigentlich nicht ist. Alter, ich sehe gar nichts hier. Kann das nicht einfach mal regnen, wie den ganzen Sommer? Ehrlich, ey, will ich einmal aufnehmen, ist schönes Wetter, ne? Normalerweise hier, also gerade hier in Norddeutschland, irgendwie immer bewölkt, Regen. Wenn mal kein Regen war, dann war aber auch keine Sonne. Den Wald nach euch zu durchkämmen, wäre der schwierigste Teil des Auftrags gewesen. Es macht vieles einfacher, wenn die Ziele zu uns kommen. Wir wollen keinen Ärger mit euch. Wollt ihr uns wirklich herausfordern? Ich bin nicht irgendein hilfloses Opfer. Das hier muss nicht in Gewalt enden. Gewalt ist aber die Spezialität der Genoharadan. Genoharadan? Ich dachte, ihr wärt nur ein Mythos. Das liegt daran, dass wir nie Zeugen zurücklassen. Oh nein, das sind Genohara dann. Geh nur. Geh nur weg, ey. Geh sterben. Spürt meinen Was ist hier noch eine? Oh. Den habe ich übersehen. Es wird Zeit, etwas für mein Geld zu tun. Oh, das nervt. Muss ja eigentlich sagen, ein Glück bin ich Fernkämpfer, ne? Nahkämpfer hätten das jetzt ein bisschen scheiße. Wobei anspringen können sie ja auch alle x Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Cooldown. War es 30 Sekunden? Ihr habt keine Chance. 17 Sekunden vielleicht? Müsste ja im Prinzip genauso wie das Antriebsgeschoss bei mir sein. Der Sender ist hin. Die Kommunikationssignale werden immer noch gestört. Und da ist ein wilder Sturm im Anzug. Suchen wir Schutz. Das wird ja immer besser. Wir werden immer noch verfolgt. Wir haben noch nicht den letzten Feind besiegt. Ich gehe davon aus, dass die Genoharadan in der Nähe ein Lager haben. Wir sollten dorthin gehen. Das Lager wird schwer bewacht sein. Denk doch mal positiv. Flirten. Ich mag es wild. Das ändern wir. Seht das einfach als ein Abenteuer. Das ist kein besonders beruhigender Gedanke. Mist, ich hätte flirten sollen.
Sieht nicht so aus, als würde der Sturm bald abflauen. Ich finde, wir sollten eine Fähre nehmen und sofort aufbrechen. Durch die Interferenzen werden weder die Kommunikation noch die Scanner funktionieren. Ganz zu schweigen von dem Risiko, dass eine elektrische Entladung die Schaltkreise durchbrennt. Sean, ich habe gerade die Neuigkeiten gehört. Lasst mich mein tiefstes Beileid ausdrücken. Die SID-Berichterstattung war aber auch schon mal besser. Der Kommandant gilt als vermisst, nicht als tot. Seid nicht so töricht, euch von Hoffnung blenden zu lassen. Ihr seid ohne Führung, genau wie die Sith. Jemand muss diese Lücke füllen. Verzeihung, aber seid ihr nicht die ehemalige Kanzlerin der Republik? Ich glaube, eure Amtszeit ist schon abgelaufen. Wahre Anführer brauchen keinen Titel, um Macht zu haben. Ich will nur das, was euer Anführer auch wollte, den Sieg über Valen. Schließt euch mir an, dann können wir beenden, was er begonnen hat. Ich passe. Mit euch arbeite ich ganz sicher nicht mehr zusammen. Ihr trauert immer noch. Irgendwann werdet ihr erkennen, dass ich recht habe. Sturm hin oder her, wir müssen jetzt handeln. Finden wir den Kommandanten. Ja, finden wir den Kommandanten. Ein kleiner Teil von mir findet Gefallen an dieser Sache. Als Kaiserin komme ich kaum noch dazu, meine Kampffähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da muss ich hoch? Mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich bin immer an der Front dabei. Unter den Sith ist das keine gute Idee. Erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass man hinterrücks gemeuchelt wird. Ach, die Sith. Die sind echt bekloppt. Das war viel zu knapp. Die Blitzschläge können hier draußen tödlich sein. Wenn wir die Leitungstürme neu kalibrieren, ziehen sie die Energie des Sturms auf sich und wir sind sicher. Oh, das war's schon. Huch, ein zu früh. Gelber Loot. Ach, der Scheiß. Das will ich doch gar nicht. Oh, ich hasse es, wenn ich in Phasen keinen Gleiter nutzen kann. Das stinkt mich richtig an. Da habe ich schon irgendwie an die 60 Gleiter. Dass es die Geno-Haradan wirklich gibt oder dass sie uns jagen. Wir sollten uns geschmeichelt fühlen. Die Geno-Haradan nehmen nur Aufträge an, die ihnen als würdig erscheinen. Auf das Kompliment könnte ich gerne verzichten. Oh, wir sind ihnen würdig. Ja, 60 Gleiter und ich darf hier keinen einzigen nutzen. Schweinerei. Für die Sith. Tausend sie. Die Arbeit ist noch nicht getan. Nein, noch nicht getan. Oh, jetzt reizt mir. Ich muss mal kurz eine kleine Pause machen und unbedingt hier die Gardinen zumachen. Ah, schon viel besser. Ich kann viel mehr sehen. Die Sonne ist weg. Das war auch keine Garantie dafür, dass ich besser spiele, aber wenigstens sehe ich dann, wie schlecht ich spiele. Vorher habe ich es nicht gesehen, hat die Sonne geblendet. Ich will den Gleiter nutzen. Boah, das ist aber auch langweilig, diese riesigen...
Ich weiß ganz genau, warum ich das nur ein- oder zweimal durchgespielt habe. Und jetzt muss ich es leider noch ein drittes Mal durchspielen mit meinem Let's Play-Char. Aber diese großen... Wie heißt das jetzt nochmal? Phasen, ja. Diese großen Phasen, also die Karten hier, warum müssen die so groß sein in der Story? Reicht doch, wenn die kleiner sind. Ich muss ja hier nicht durch den halben Dschungel laufen. Man könnte es auch so als Cutscene machen, dass ich losgehe und dann wieder eine Cutscene, ich komme dann irgendwo an im Dschungel. Ich muss doch hier das Ganze nicht abrennen. Oh. Huch. Ich kann es aber nicht sein lassen. Ich will einen Gleiter nutzen, Mann. Gib mir den verfickten Gleiter. Das nehmen wir auch noch mit. Gucken, wie viel Credits kriege ich dafür. Alles verkaufen. Nee, was? Schrott verkaufen. Scharfkantige Klaue. Ja gut, 500 Credits pro einen so einen grauen Gegenstand. Kann man mitnehmen, ne? Muss ich hier raufklicken? Nee. Da oben, ja. Oh, Mann. Spürt meinen Zorn. Los, spüre ihn. Oh, ich bin so sauer. Und der hat auch nichts mitbekommen. Das brauchen wir. Hey, Bonusmission abgeschlossen. Und jetzt kommen hier die ganzen Geno-Hasianer. Nee, was? Geno-Haradan. Also die Geno-Haradane. Oder hieß das Geno-Haradia... Keine Ahnung. Das ist ja manchmal wie mit Städtenamen, wo man dann sagt, also ich kenne das, ich komme aus Wismar, dann normalerweise heißt es dann ja Wismarer. Aber es gibt Menschen, die sagen dann Wismarane. Die Stadt heißt ja nicht Wismaran. Also es gibt hier auch in Mecklenburg Bad Doberan. Okay, dann sagt man natürlich Bad Doberane. Ja, warum sollte man bei Wismar Wismaraner sagen? Das ist so völlig sinnfrei. Ey, ich sollte hier irgendwie einen Counter einführen. Jetzt habe ich schon zum 7. Mal oder so drauf gedrückt und will den Gleiter nutzen. Ey, diese Phasen kotzen mich so an. Ich mache hier gleich einen Schnitt und dann machen wir außerhalb der Phase weiter. Oder wenn ich wieder bei der Cutscene bin, das ist sehr ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht, was ich die ganze Zeit sagen soll. Ihr wisst ja im Prinzip schon alles. Ja, ich habe ein Haus. Jetzt mache ich es erstmal so, dass ich irgendwie Wochenende hier bin. Und die Woche über bei meiner Oma, weil das dann kürzer zur Arbeit ist. Beziehungsweise nächste Woche habe ich Spätschicht. Da will ich dann vielleicht versuchen, dass ich dann von hier aus fahre. Weil zur Spätschicht, die fängt erst 13.30 Uhr an. Wenn ich zur Frühschicht fahren müsste, dann müsste ich schon weit vor 4 Uhr aufstehen. Und das wäre mir dann doch zu doll. Ich fürchte, der Sturm wird schlimmer. Gut. So verbirgt er uns auf dem Weg zum Geno-Haradan-Lager. Ich sehe schon, warum euch eure Allianz folgt. Wo andere Probleme sehen, erkennt ihr Möglichkeiten. Ja, Möglichkeiten. Gut, es regnet, dann brauche ich meine Kürbisse nicht gießen. Denn die brauchen viel Wasser, damit sie wachsen.
Ich habe herausgefunden, warum der Greg-Trupp sich nicht gemeldet hat. Blitzschlag. Überlebende? Keine. Sie wurden alle gegrillt. Bergt, was ihr könnt. Und dann weiter. Ach, da hinten sind ja auch noch Zelte. Warum kann ich nicht die anderen Waffen auch nehmen? Ich will es alle rausholen. Nee, was soll ich nochmal machen? Untersuche die Ausrüstung in den... Ach, da. Warte. Alter, das Ding macht Schaden. Cool. Statusbericht. Irgendwelche Hinweise auf die Ziele? Bis jetzt kein Sichtkontakt. Es ist schwer, sie in dem Sturm zu finden. Der Regen hat die Spuren verwischt. Sucht weiter. Findet sie, bevor sie uns finden. Wir haben bei der Absturzstelle Leichen gefunden. Athena und der Allianzkommandant? Nein, unsere Leute. Das heißt, die Ziele sind immer noch da draußen. Findet sie. Was, die haben Leichen gefunden? Ich sehe hier niemanden. Ah ne, bei der Abschlussstelle haben sie gesagt, ne? Eine Fähre wäre ja auch zu schön gewesen. Ich habe etwas gefunden. Ein Absturz der Fähre reicht mir nicht. Ich will die Leichen sehen. Keine Leichen, kein Bonus. Kanzlerin Saresch, diese republikanische Schlange. Ex-Kanzlerin. Wer? Das überrascht mich nicht. Saresch ist nicht mehr die Anführerin der Republik. Stimmt. Aber der Geheimdienst geht davon aus, dass sie immer noch über erhebliche Macht verfügt. In den Tempel! Ich bin sicher, es gibt noch einen anderen Weg hinaus. Ihr seid ziemlich optimistisch. Dann suchen wir ihn. Wenn nicht, bahne ich uns ein. Ihr habt eine recht positive Einstellung, was das alles hier betrifft. Man kann durchaus die Kaiserin der Sith und gleichzeitig optimistisch sein. Die ist aber ganz schön optimistisch. Versteht ihr? Optimistisch? Sis? Optimistisch? Wir berichten von Drum und Karas, bis der Fremdling tot. Nein. Vaters Geist spukt hier immer noch rum. Sein kleines Schoßhündchen lebt. Die Wahrheit ist irrelevant. Die Gerüchte haben die Allianz ins Chaos gestürzt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um anzugreifen. Odessen wird zu stark verteidigt. Das ändert sich nicht, nur weil ihr kostbarer Fremdling verschwunden ist. Odessen ist nicht das Ziel. Sie hat ein Geisterproblem? Rufen Sie die Ghostbusters. So, jetzt mache ich hier... Ein Schnitt, genau, das kommt super toll, weil dann kann ich gleich eine nächste Folge aufnehmen.
Dann sag ich hier bis zum nächsten Mal. Ja, und die Sachen, ne? Wie gesagt. Färbemodul, was war das noch? Irgendein Deko-Gegenstand. Ich glaube, das war's. Ja, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Euer Commander Peace. Peace out.